Warum, Bruder, Allah prüft uns? Weil diese Dunya, diese Dar, هذه الدار ليست دار قرار. هذه دار ليست دار قرار. Diese Dunya ist nicht für die Ewigkeit, Bruder. Ist nicht für dich und für mich, diese Dunya. Diese Dunya ist für Prüfung. Die ganze Dunya ist für Prüfung. Inna hadhihi dar laysat innaha daru mamar wa laysat daru mustaqar. Das ist vorübergehend und nicht für Ewigkeit. Inna hadhihi dar daru bala wa laysat daru racha. Diese Dunya ist für die Prüfung und nicht für die Chillige und das Sitzen und keinen Kopfschmerzen zu haben. Nein, Bruder. Viele, die denken, ich bin auf Religion, ich bin auf gerade Weg, ich bin auf Allahs Weg, khalas. Nein, mein Bruder. Das Prüfung wird immer weitergeht bis Yawm al-Qiyamah, ob du willst oder nicht. Verstehst du? Deswegen muss bei dir jetzt in deiner Denkweise und in dein Herz, dass du denkst immer, dass du geprüft wirst. Und Bruder, ich sag dir eine Sache. So stark ist dein Iman, so stark ist deine Prüfung. Und so mehr Allah dich liebt, so mehr ist deine Prüfung. Möge Allah uns lieben. Allahumma amin. Tayyib, warum, ja Allah, prüfst du uns? Erstens, mein Bruder, يَبْتَلِينَ لِلْتَمْحِيسِ. Er prüft uns. Warum? للتمحيس. Was heißt Tamhis? Das heißt, er zeigt dir deine wahre Iman, Bruder. Weißt du, was sagt Allah zu uns? Er sagt zu uns in Surat Al-Ankabut, أَلِفْ لَمْ مِيم أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Denken die Menschen etwa sagen, wir sind Gläubige und die werden nicht geprüft? Wir haben eure Vorführer geprüft und wir wissen und wir prüfen euch und wir wissen, wer ist der Ehrliche und wer ist der Lügner. Bruder, wir überhaupt alle, wir sind Muslime und Iman und Allahumma barik. Wo messen wir unsere Iman? Wo wissen wir unsere Iman, wie stark ist oder wie schwach ist? Wann kommt die Prüfung, Bruder? Yumahis, liyabina al-khabitha min al-tayyib. Dann siehst du, wer ist die Ehrliche und wer ist die Lügner. Dann siehst du, wer ist der Rein und wer ist der Unrein. Du siehst alle Menschen, die maskieren gegenseitig. Dann kommt die Prüfung. Dann kommen Menschen, die hoch sind, Allah ist fürchtiger. Und kommen die wahre Maskierer raus. Durch was? Durch Prüfung. Dann siehst du das Bild klar, Bruder. Und deswegen, Allah prüft uns. Verstehst du, mein Bruder? Er prüfte dich, dass du deine wahre Iman zu messen. Du kannst sagen, ich bin gläubig, ich bin Mu'min, Allahumma barik. Aber du weißt es nicht, nur wenn dich die Iman trifft. Wenn dich eine Prüfung trifft, was sagst du? Was sagen wir? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Das ist der wahre Iman. Aber derjenige, der keinen wahren Iman, was sagt er? Der ist zornig. Der ist nicht zufrieden. Was sagt er? Warum ich? Warum ich? Warum nur ich? Warum nicht bei meinem Nachbarn? Warum bei nicht der andere? Warum ich? Er ist nicht zufrieden, Bruder. Ja, da kiran ashab, komm mutadiban.